is baking bread. Alles schläft, einer backt. Genau genommen sind es bis zu 16 Mitarbeiter, die sich in der Bäckerei Volkern in Rohrlack Tag für Tag die Nacht um die Ohren schlagen. Das alles für eine Mission: feinste Backwaren mit besten Zutaten aus der Region produzieren. Nur einer von vielen Vorteilen. Sie sind handwerklich hergestellt, sie sind aus vorrangig regionalen Zutaten und sie sind biologisch. Inhaber Volker Apitz hat sich ganz dem guten alten Backhandwerk verschrieben. Hier ist alles noch echte Handarbeit. Das Ergebnis schmeckt man, das hat zu Recht seinen Preis. Unsere Kunden, die das Brot lieben, die sicherlich auch bereit sind, dafür einen anderen Preis zu bezahlen. Sie erhalten ja auch einen Mehrwert dafür, sie wissen, wo es herkommt. Es ist ein Bio- oder teilweise sogar Demeter-Produkt. Da ist der Preis gerechtfertigt. Backwaren für Menschen mit Glutenunverträglichkeit waren lange nur schwer zu finden. Mittlerweile gibt es immer mehr Angebote. Die Bäckerei Volkern war auch hier Vorreiter. Die glutenfreie Produktion war von Anfang an dabei und sicherlich durch die Besonderheit des Produktes auch die ganze Zeit wachsend. Nun, wir vermarkten das Brot nicht ausschließlich über unsere eigenen Läden oder über die Läden, die uns beziehen, sondern haben noch einen großen Partner in Berlin, Märkisches Landbrot, die mit ihrem Verteilsystem da auch noch ganz viel andere, noch weitere Läden mit versorgen. Es kamen immer wieder auch Anfragen aus diesem Segment und da habe ich dann mal was entwickelt und siehe da, es war gut und seitdem backen wir das so. Einfach so gebacken wird auch diese ganz spezielle hauseigene Brotkreation, das Ur-Essener. So flach, dass mancher Bäcker es schon kritisch beäugt hat. Doch wahrscheinlich ist es gerade deswegen ein echter Kassenschlager. Auch Naschkatzen kommen natürlich nicht zu kurz bei Volker Apitz. Derweil warten die ersten Brötchen des Tages auf ihre Auslieferung. Der Vollkerntransporter macht sich auf den Weg zu den Kunden, die Backwaren aus der Region zu schätzen wissen. Frisch aus der Backstube zum Händler. In aller Frühe fährt der Lieferwagen der Bäckerei Volkern beim Ruppiner Biokonsum in der Neuruppiner Junkerstraße vor. Der Bio-Vollanbieter gehört zu seinen Stammkunden und festen Stationen jeder morgendlichen Tour. Dabei ist es kein Zufall, dass hier auf die Bäckerei Volkern gesetzt wird. Der Betreiber des Ruppiner Biokonsum, Oliver Prokop, weiß, was er an den Backwaren von Volker Apitz hat. Herr Volker Apitz, der backt einerseits natürlich sehr leckeres Brot und Brötchen. Zum anderen ist er immer direkt um die Ecke. Man kann mit ihm Probleme oder Anregungen besprechen, die dann auch gerne umgesetzt werden. Und was das Allerwichtigste ist, er verbackt auch das regionale Getreide in seinen Broten. Zum Beispiel nimmt er Dinkel aus Kuhhorst. Das heißt, von der Ehre bis zum Brötchen ist alles hier in unserem Landkreis produziert worden. Und das ist natürlich perfekt. Denn dass die Verbraucher immer bewusster auf die Vorzüge von Regionalität achten, hat Oliver Prokop schon früh erkannt. Sein kleiner Tante-Emma-Laden, wie er ihn selbst gerne nennt, greift diese Entwicklung konsequent auf. Die Nachfrage nach regionalen Produkten nimmt immer weiter zu, haben wir den Eindruck. Es wird immer häufiger explizit nach Produkten von hier gefragt. Das liegt sicherlich an dem Bewusstsein, was steigt, dass diese geschlossenen Wirtschaftskreisläufe immer interessanter werden. Und natürlich möchten die Leute am liebsten wissen, wo kommt ihr Brot, das Frühstücksei und der Salat her.
Weil wenn man denjenigen benennen kann, wo es herkommt, dann ist natürlich das Vertrauen am größten. Ein Vertrauen, das sich der Ruppiner Biokonsum hart erarbeitet hat. Bio-Siegel, kurze Lieferwege, transparente Handelsstrukturen und maximale Frische sind die entscheidenden Argumente, mit denen sich der Biokonsum von den Biosortimenten im konventionellen Handel deutlich abhebt. Und immer mehr treue Kunden wissen das zu schätzen. Ich sag mal, Bio ist ja in meinem Weltbild nur ein Teil. Nachhaltigkeit ist eigentlich die Überschrift, die noch ein Stückchen darüber steht. Und dazu gehört eben auch kurze Transportwege oder gehören auch kurze Transportwege. Und wenn man dieses miteinander verbinden kann, also Bio und dann noch aus der Region, dann ist es für mich, wie gesagt, natürlich ein perfektes Zusammenspiel, ja. Viermal pro Woche wird Obst und Gemüse frisch angeliefert. Das ist auch wichtig für das tägliche und abwechslungsreiche Mittagsangebot. Natürlich alles selbstgemacht und zu 100% Bio. Beim Bio-Bistro ist mir besonders wichtig, dass wir regionale und saisonale Ware verarbeiten. Dann ist die Frische am größten und wir können unserer Kundschaft zeigen, was gerade aktuell in den Kochtopf gehört. Die Frische ist dabei entscheidend für den Geschmack. Gerade beim Gemüse ist es natürlich entscheidend, dass immer die frischen Sachen verkocht werden. Und wir können mit unserem Bistro auch auf Sonderwünsche eingehen, so zum Beispiel glutenfrei kochen oder vegan. Und das macht sich mit frischen, geschmackvollen Sachen natürlich immer besser, als wenn man aus der Konserve kocht. Auf den Geschmack der regionalen Küche kommen immer mehr Menschen und so kocht der Biokonsum auch für die Belegschaft der Sparkasse. Selbst ein Catering-Service gehört längst zum Angebot. Regionalität in ihrer ganzen Vielfalt, ob Obst, Gemüse, Backwaren, Konserven, Molkereiprodukte, Fruchtsäfte, Fleisch- und Wurstwaren, Käsespezialitäten und. Regionale Produkte sind das Allerwichtigste fürs Geschäft, weil die Frische bei regionalen Produkten natürlich immer am besten ist. Und deshalb sind die regionalen Produzenten und Lieferanten für uns die wichtigsten Lieferanten. Der Ruppiner Biokonsum in der Neuruppiner Junkerstraße ist der erlebbare Beweis für die Vielfältigkeit und Nachhaltigkeit regionaler Produkte.